Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute den Wettkampfmanager für Feuerwehrsportwettkämpfe vorstellen. Dazu möchte ich ein D-Cup simulieren, also ein Deutschland-Cup, also einen sehr komplexen Wettkampf mit vielen Wertungen und auch einer Jahresgesamtwertung. Ich bin jetzt mal hier auf der Webseite von der Feuerwehrsportstatistik. Klicke hier auf Feuerwehrsport, weitere Informationen beim Wettkampfmanager und da habe ich mir dann mal hier die Windows-Version runtergeladen. Ich bin hier in einer Windows-VM mit Windows 7 drauf. Da habe ich mir runtergeladen, habe das dann hier, das ist so eine ZIP-Datei, habe die einfach entpackt hier unter Downloads und habe danach die enthaltene Install But einmal durch Doppelklick gestartet, erscheint so ein schwarzes Fenster, läuft ganz viel kryptisches Zeug durch und nach einer Viertelstunde oder so sieht das dann so aus: Installations komplett, drücken Sie eine beliebige Taste. Das dauert deswegen so lange, weil er dann noch ein paar HTML-Dateien generiert, die für Windows angepasst werden. Und außerdem lädt er sich noch ein paar Sachen von der Statistikseite runter, die wir gleich als Vorschläge sehen. Wenn ich jetzt hier einmal Start Server ausführe, kommt wieder so ein schwarzes Fenster. Und sobald dann hier noch so ein weiterer Hinweis kommt, können wir im Browser einmal Localhost eingeben. Genau, jetzt fragt Windows nochmal, ob wir zulassen, dass dieses Programm das macht. Lassen wir zu. Und wir geben hier einmal Localhost ein. Und beim ersten Mal dauert das immer noch ein bisschen, also nachdem der Server gestartet ist, weil er dann noch irgendwas an den RAM schaufelt. Aber gleich geht's los und er fragt uns zuerst nach einem Passwort. Das ist das Passwort, womit sich Administratoren auf der Seite anmelden dürfen und Sachen hinterlegen können. Also zum Beispiel Ergebnisse und so. Ich wähle hier mal ein kleines A. Dann fragt er danach, um was für einen Wettkampf es sich handelt heute. Und da wähle ich mal hier den komplexen Deutschlandcup, also den mit der Feuerwehrstaffette aus. Dann steht hier auch nochmal, was da alles mit drin ist, wie das berechnet wird. Und nach einem weiteren Auswählen ist das schon vorkonfiguriert. Jetzt melde ich mich hier mal im System an mit einem kleinen A und mache hier für den Wettkampf noch ein paar zusätzliche Informationen. Und zwar heißt der nicht Wettkampf, sondern das ist ein D-Cup in Wittenberg. Und der findet am, muss ich kurz gucken, Samstag, den 26.09. statt. Hier. Das ist eigentlich durch die Vorkonfiguration der Rest schon relativ gut ausgefüllt. Hostname, das erkläre ich in einem gesonderten Video, wie das funktioniert. Und nach einem Klick auf Speichern ist das soweit fertig. Jetzt hat er hier automatisch Disziplinen angelegt, die gelaufen werden bzw. auch hier von alleine berechnet werden. Dann, nee, hier wollte ich erst mal klicken, einmal die Wertungsgruppen hat er auch schon festgelegt, welche es da alles gibt. Und auch bei den Ergebnissen stehen schon jeweils auch die U20-Wertungen mit drin. Klickt man die jetzt an, ist da halt noch nichts drin, weil auch keine Startlisten dazu generiert wurden. Gesamtwertung gibt es auch schon. Dort ist es halt so, dass bei den Frauen sogar eine Disziplin mehr gemacht wird, weil die Gruppenstaffette mit dabei ist. Und dann gibt es noch die D-Cup-Auswertung. Das System unterstützt zurzeit bisher nur die Einzelwertung. Aber das ist ja auch das, was nachher bei der Endberechnung die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Und da könnte man sich jetzt hier Hindernis beim Weiblich sehen, wer jetzt zurzeit gerade führend ist. Ist Isabel Siegel mit 58 Punkten nach zwei Wettkämpfen immer Charlottenthal, Cottbus, Wittenberg. Das ist ja das, wo wir gerade bei sind. Fast auf jeder Seite ist hier unten auch immer noch ein als PDF. Klickt man darauf, kommt das Ganze nochmal in einer schönen Form als PDF heraus.
Das ist für das Ausdrucken der Startlisten und so natürlich ganz schön. So. Wir sind jetzt aber dabei, als Administratoren oder als Veranstalter so einen Wettkampf anzulegen. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal Mannschaften. Ich demonstriere das jetzt mal hier alles an einem bisschen kleineren Setup. Also das heißt, ich werde nicht komplette Mannschaften eintragen, sondern immer nur auszugsweise, damit es ein bisschen schneller geht. Und zwar wollen wir einmal das Team Lausitz dabei haben. Mit hier hinten kann man nochmal eine Abkürzung, damit das in den Ergebnislisten besser zu sehen ist. Und hier wählen wir männlich und da geht's los. Jetzt seid ihr das hier angelegt. Und hier unten steht, dass noch keine Wettkämpfe hinterlegt wurden. Das werde ich mal nachholen, klicke hier auf Wettkämpfe hinzufügen und sage einmal, dass der Tommy Paulik dabei sein soll. Also, wenn man das hier oben eintippt, wird das hier unten gleich vorgeschlagen. Und zwar kommen zuerst die, die auch in dem Team sind, bei dem man gerade aktiv ist. Würde man jetzt hier statt Tom zum Beispiel, wer ist noch nicht für Team Lausitz gestartet, sagen wir mal Andreas Hempel. Genau, dann ist erstmal noch nicht für die gestartet, aber sobald ich ihn anklicke, ist das hier unten auch ausgefüllt. Klicke ich das nicht an, zum Beispiel durch, wenn ich jetzt einen eintrage, der hier noch nicht aufgeführt ist, Hans Wurst, wird das hier gleich richtig ausgefüllt. Ja, ich wollte jetzt aber gerade den Tommy Paulik anklicken, wird das hier ausgefüllt, speichern, fragt er mich als nächstes, wer für Tommy Paulik, wo der überall starten soll. Und da klicke ich jetzt mal an, dass er bei beiden startet, und zwar bei beiden in der Mannschaftswertung. Und auf der Liste vom Trainer ist er als Reihenfolge auf 1 festgelegt worden. Dann kommt noch Tom Gehlert dazu. Auch wenn Tom schon ein bisschen älter ist, trage ich ihn mal hier als U20 ein. Also wir merken uns, Tom ist U20, das ist nachher später dann nochmal relevant. Und auch hier Mannschaftswertung mit 2. Und dann kommt noch ein dritter, sagen wir mal René Frost. Genau. Zack. Und der startet auch bei beiden. Und ein vierter, damit wir die Mannschaftswertung komplett machen, das ist dann Sebastian Thiele. Zack. Und auch bei beiden. So, jetzt hat er das hier unten eingetragen. Tom Gelert, U20, hat er sich gemerkt. Und hier sind alle in der Reihenfolge. Wenn man jetzt die Reihenfolge hier mit dem auf dem Zettel, den man vom Trainer kriegt, vergleichen will, kann man die Personen hier einfach nochmal umherschieben, damit die dann auch das Vergleichen dieser Zahlen und der Kreuze besser funktioniert. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel merken, dass diese beiden eigentlich vertauscht sind. Dann klickt man einfach hier hin und sagt, bei der, kurz überlegen, hier waren wir gerade bei der Hindernisbahn. Also machen wir daraus eine 3. Zack. Und bei dem müssen wir halt eine 4 draus machen. Zack. So. Diese Zahlen werden nachher beim Startlistengenerieren automatisch berücksichtigt. Jetzt sagen wir einfach mal noch, dass noch ein anderer Kamerad dort mitläuft. Und zwar der Dirk Posner. Und der startet zwar, aber der will an dem Tag halt einfach nur als Einzelstarter starten in beiden Disziplinen. Dann geben wir das hier an und auch die Einzelstarter können theoretisch mit Reihenfolgen versehen werden. So, dann steht er hier mit E1 drinne. Genau. Dann haben wir die erste Mannschaft fertig und wir kommen zur nächsten Mannschaft. Zum Beispiel mal die Das Team Mecklenburg-Vorpommern mit einer Männermannschaft, männlich. Und
Bevor ich hier dort einmal Wettkämpfe hinzufüge, erkläre ich kurz diesen Bereich. Hier wird festgelegt, in welchen Mannschaftsdisziplinen die Mannschaft starten wird. Und zwar ist das hier, die beiden möglichen sind Löschergriff Nass und 4x100 Meter Feuerwehrstaffette. Dort ist es zurzeit ja so, dass ab und zu Mannschaften nur mit einer Staffel starten können. Dann kann man das hier auch gleich angeben, indem man ihnen hier sagt, Staffelanzahl 1 oder gar keine Teilnahme oder halt außer der Wertung. Das ist alles möglich, alles konfigurierbar und wird nachher in den Startlisten berücksichtigt. Also ich lasse mal jetzt Team MV hier aus, dass sie nur mit einer Staffel starten wollen. Dann füge ich einmal 4 Wettkämpfe hinzu. Markus Schmecht. Das mache ich jetzt, damit dann nachher die Ergebnisliste auch richtig aussieht. Dann einmal Klaus Köster. Und den Christian Grosche. Und Ralf Recknagel. So. Wenn man jetzt hier vergessen hat, sagen wir jetzt mal bei Klaus Köster, das U20-Fleck zu setzen, dann klicken wir uns den an. Ich mache ihn jetzt mal im neuen Tab auf, also mittlere Maustaste, und klicke hier auf Bearbeiten. Dann kann ich hier immer noch das Häkchen setzen. Und somit ist er U20. Wenn ich jetzt hier habe den Tab zugemacht, bin wieder bei dem Team Mecklenburg-Vorpommern hier oben, habe F5 gedrückt und dann habe ich hier den Klaus Köster auch mit einem Kreuz. Genau, jetzt haben wir schon zwei Mannschaften und das sollte fürs Erste auch reichen. Ich lege trotzdem noch eine dritte Mannschaft an, um etwas zu demonstrieren, und zwar nämlich wieder das Team Lausitz. Aber diesmal die Nummer 2 und sage ich auch wieder männlich. Also so würde man das machen, würde man jetzt eine zweite Mannschaft anlegen. Man könnte jetzt auch wieder weitere Wettkämpfe hinzufügen, das lasse ich mal aus. Und wir sehen hier, dass automatisch auch das Team Lausitz 1 jetzt eine Nummer hat und Team Mecklenburg-Vorpommern hat weiterhin keine Nummer, weil davon nur eine Mannschaft existiert. Wir können jetzt hier unter dem Bereich Wettkämpfe uns nochmal einen Überblick verschaffen, wer gerade da ist. Hier werden dann später auch die weiblichen Wettkämpfe angezeigt. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das alles jetzt richtig ist und wir eine Startliste für die 100-Meter-Bahn anlegen können. Dafür klicken wir auf Startlisten, hinzufügen und wählen uns als Wertungsgruppe Hindernisbahn männlich aus. Bei Wettkampfbahnen oder je nach Anzahl. Und dann steht hier, gesamter Name dieser Startliste sollte eindeutig sein. Und da wir beim D-Cup sind, dort gibt es ja einen Vorlauf bei der Hindernisbahn. Die Abkürzung, sagen wir dann auch, ist Vorlauf. Ergebnislisten ist hier leider noch nicht erklärt, das wollte ich noch machen. Müssen wir jetzt beide auswählen? Also jemand, der hier läuft, soll in beiden Ergebnislisten auftauchen. Hier tauchen aber nur die auf, die das Häkchen bei U20 haben. Bei Listenerstellung wählen wir jetzt Mannschaftsreihenfolge beachten aus. Das heißt, das, was wir vorhin eingetragen haben, wird jetzt beachtet. Dann klicken wir auf Speichern und können uns die resultierende Liste mal einmal angucken. Und da ist es jetzt so, dass zuerst alle Einzelstarter mit aufgelistet werden. Also als erstes kommen die Einzelstarter und danach kommen alle anderen. Und zwar in der Reihenfolge, wie wir es gesagt haben. Also zum Beispiel Klaus Köster hatte hier eine 1. Wir können es ja auch nochmal als Vergleich, mache ich ja mal hier die Mannschaften nochmal einmal einen Tab auf. Team Lausitz 1. Hindernisbahn war, also müsste Tommy Paulik, Tom Gelert, Sebastian Thiele und René Frost kommen. Also von Team Lausitz 1, erster Einzelstarter, dann Tommy, Tom, Sebastian, René.
Ist man jetzt mit dieser Reihenfolge nicht einverstanden, klickt man hier auf Reihenfolge bearbeiten und kann dann einfach die in die entsprechenden hinziehen und unter der Liste noch einmal speichern. Und dann kann man hier wieder auf Ansehen zurück und dann ist das Ganze so, wie wir es gerade ausgewählt haben. Ja, so hier unten kann man auch nochmal als PDF, können wir ausdrucken und so kann der Wettkampf losgehen. Jetzt kommen dann halt die ersten Ergebnisse rein. Also die sind jetzt gelaufen, die Jungs. Und wir können jetzt hier einzelne Zeiten für einzelne Läufe eintragen. Das heißt, hier sagen wir, der erste Lauf war jetzt nicht so pralle. Und fertig ist das. Trägt man jetzt hier, könnte man jetzt jeden Lauf einzeln eintragen oder wir sagen hier direkt Zeiten im Block eintragen, dann werden alle aufgemacht, je nachdem, wie man vorgeht. Ist man mit dem Rechner direkt am Ziel, kann man jeden Block einzeln eingeben, jeden Lauf. Kriegt man erst später die Liste, kann man das dann im Block machen. Machen wir das mal so, dass die hier alle eine Zeit haben. Hier gibt es auch mal einen ungültigen bei. Gültig, dann nehmen wir mal die gleiche Zeit. 22,88 und noch einen ungültigen dazu. Jetzt habe ich alles eingetragen, hier steht auch alles drin. Und damit ist das schon mal eingetragen. Gucken wir uns jetzt mal als Zwischenergebnis die 100 Meter Hindernisbahn männlich an. Hier. Dann sind jetzt hier alle eingetragen. Der Platz 8 ist zweimal vergeben. Der Platz 2 ist zweimal vergeben. In der Ergebnisse von der U20-Wertung sind jetzt die beiden, die ich vorher ausgewählt habe, auch automatisch eingetragen. Und auch in der Gesamtwertung vom Tag sollte jetzt schon ein Zwischenergebnis vorhanden sein. Und zwar ist es dort so, dass Team Lausitz zwar angetreten ist, deswegen haben sie überhaupt Punkte gekriegt, aber ich denke mal, dass ich es jetzt gerade so eingegeben habe, dass nur vier Leute, von den vier Leuten, drei nur einen gültigen Lauf hatten. Genau, auch sogar nur zwei, weil ich den beiden ein D gegeben habe. Nun ja. Soll jetzt nicht weiter stören. Ich möchte demonstrieren, wie man den Finallauf generiert. Und zwar gehen wir da wieder auf Startlisten, wählen jetzt hier 100 Meter Bahn männlich wieder aus, wieder das, klicken hier rein, Finale, Abkürzung ist Finale. Auch hier wählen wir wieder beides aus und sagen statt hier Mannschaftsreihenfolge beachten, die X-Besten. Die X-Besten der Ergebnisse, also von diesen Ergebnissen. Und normalerweise würden wir jetzt beim D-Cup 30 eingeben, aber wir sagen jetzt mal nur die ersten vier. Speichern. Und wenn ich jetzt mal hier als Vergleich die Ergebnisliste daneben lege, das müssten jetzt Klaus Köster, Christian Grosche, Tom Gillert, Markus Schmecht sein. Und genau. So sind sie allerdings, fällt mir hier gerade auf, dass sie eigentlich genau in einer anderen Reihenfolge eingetragen werden sollten. Das werde ich noch korrigieren. Ja, auf jeden Fall sind die jetzt hier drin. Kann man auch wieder ganz normal so weitermachen. Die Ergebnisse wieder eintragen. Ich trage mal bei allen jetzt ungültig ein, weil es schneller geht. Und somit, wenn ich jetzt hier die Ergebnisse angucke, auf F5 drücke, ist im Finallauf für die auch ein Ergebnis eingetragen. Die Bestzeit wird hier eingetragen und jetzt können wir uns das Ganze komplett als PDF angucken und sehen dann hier einmal das Ergebnis, was wir eben schon gesehen haben und unten drunter die Mannschaftswertung zusammen mit der Zusammensetzung, also wer in welcher Mannschaft
welche zu den Zeiten beigetragen hat, sagen wir es mal so. Genau. Ach, hier unten steht das auch nochmal, wer beigetragen hat. Genau. Gucken wir jetzt auf die D-Cup-Wertung, ist das nämlich auch schon sofort eingetragen, und zwar 100 Meter Hindernisbahn. Männlich, da sehen wir, dass hier Sebastian Thele zum Beispiel eine Zeit bekommen hat, Tom Gelert und auch Tommy Paulik, René Frost. Also die Leute alle. Die Ergebnisse sind somit dann auch schon vollständig. Das war es eigentlich schon zu den Einzelergebnissen. Wichtig ist, dass die Zweikampfergebnisse erst berechnet werden, wenn auch wirklich zwei Wettkämpfe vorliegen. Also zwei Wettkampfergebnisse. Ich kann das ja nochmal einmal kurz demonstrieren, indem ich eine Startliste anlege für die für die Sargleitersteigen. Männlich 2. Hier müsste dann ja wieder stehen. Vorlauf. Vorlauf. Zack, zack, zack. Und sagen wir jetzt mal bloß bei den beiden. So, jetzt haben die beide schon einen Eintrag. Wenn ich jetzt die Zweikampf männlich mir einmal angucke, sollten dort ist nur von einem. Achso, der andere hat ein D. Der hatte bei der Hindernisbahn keine gültige Zeit, dann taucht er bei den Zweikampfergebnissen natürlich nicht auf. Genau. Soweit. Jetzt müsste es bei der Gesamtwertung eigentlich auch schon eine Haken leider. Genau, ist auch ungültig. Jetzt fehlt hier noch die Feuerwehrstaffette und der Löschangriff. Das möchte ich auch einmal demonstrieren. Klicken wir wieder auf Startliste. Feuerwehrstaffette. Die ist nämlich noch besonders interessant, weil es ja für jede Mannschaft zwei Staffeln gibt. Sagen wir jetzt mal hier männlich. Ich demonstriere das gleich auch mal, wenn Männlein und Weiblein zusammenlaufen. Also weiblich sagen wir mal auf der Innenbahn und männlich auf der Außenbahn. Aber ich jetzt erstmal einmal so. Hier wird das halt, kann alles so bleiben. Hier können wir einfach sagen, Lauf. Ist ja nicht der erste Lauf. Und dann ist hier unten auch schon vorausgewählt Staffellauf bei der Listenerstellung. Staffellauf mit A und B. Klicken wir dann weiter. Dann sehen wir, dass Lausitz 1 hat zwei Staffeln, Lausitz 2 hat zwei Staffeln und Team Mecklenburg-Vorpommern, wo wir vorhin ja gesagt haben, die wollen nur mit einer Staffel starten, hat auch wirklich nur eine Staffel. Jetzt löschen wir die Startliste mal wieder und dann brauchen wir natürlich noch eine weibliche Mannschaft, sonst wird das Ganze nichts. Nehmen wir mal Taura als weibliche Mannschaft dazu. Und dann eine Startliste hinzufügen mit beiden Wertungsgruppen hier oben. Und jetzt hat er das hier gelöscht. Das ist die 4x100 Meter gemischt. Ergebnisliste müssen wir hier auch wieder beide auswählen. Und dann sortiert er die Frauen jetzt erstmal willkürlich ein. Das müssen wir dann manuell korrigieren. Also sagen wir immer, Bahn 1 sollen die Frauen sein. Dann haben wir jetzt hier Bahn 1, hier Bahn 1. Dann ziehen wir uns einen leeren nach oben. Zack. Noch ein. Zack. Hier auch. So. Und jetzt ist immer auf Bahn 1 eine Frau. Beziehungsweise es ist leer. Sollten nicht genug Leere hier unten sein, muss man einmal zwischendurch speichern. Danach wird immer noch ein komplett leerer Lauf wieder zur Verfügung gestellt. Genau. So sieht es erstmal aus. Und dann kann man auch wieder ganz normal die Zeiten eintragen. Und hätte jetzt hier einen gemischten Staffellauf. Das können wir ja mal einmal machen. Bei den Frauen machen wir mal ungültig. Bei den Männern
33, 44, 44, 56, 66, 77, 77. So. Beim Gesamtergebnis wird das dann hier auch automatisch die bessere Zeit genommen. Im Löschangriff sieht es dann so ähnlich aus. Wir klicken einfach auf Startlisten, hinzufügen, Löschangriff, männlich. Und da gibt es nur einen Lauf. Und da können wir jetzt einfach zufällig anordnen, klicken. Zack, sind sie angeordnet. Trägt man die Zeiten wieder ein. Gültig 33, 33, 40, 55, 55. Speichern. Und hätte jetzt schon ein Ergebnis. Möchte man jetzt sagen, Löschangriff, gibt es noch einen zweiten Lauf? Dann klicken wir hier wieder auf Startlisten, Löschangriff, männlich, hier Lauf 2, Lauf 2. Und können hier unten einmal Bahnwechsel anklicken von dem Löschangriff. Das männlich und dann werden einfach nur die Bahnen des vorherigen Laufs getauscht. Soweit. Wenn wir jetzt auf Gesamtwertung wieder klicken, ist für alle etwas eingetragen. Hier vorne sind also sehen wir, dass Lausitz 1 und Team MV die gleiche Punktzahl hat, aber weil Lausitz den besseren Löschangriff hat, stehen die weiter oben. Was das System noch nicht berücksichtigt, ist, wenn beide auch den gleichen gleiche Löschangriffzeit haben, dass dann derjenige mit der vorherigen Startreihenfolge ja eigentlich gewinnen müsste. Das berücksichtigt das System leider noch nicht. Ja, das war es erstmal zum Wettkampfgeschehen. Das Einzige, was mich jetzt noch, was noch wichtig ist, ist, wenn ein Wettkämpfer im System verkehrt eingetragen wird. Und zwar, wenn ich jetzt hier zur Mannschaft Feuerwehrtaucher weiblich, da gibt es eine Elschner, glaube ich, genau, eine Claudia Elschner. Und wenn ich die jetzt hier im System mal absichtlich verkehrt schreibe mit K, Claudia Elschner weiblich, eintragen, das ist, glaube ich, hier wo sie teilnimmt. So, dann steht sie jetzt hier drinne. Aber in der Gesamtwertung vom D-Cup, Hindernisbahn weitlich, da müsste sie jetzt mit, da wird sie mit C geschrieben. Das heißt, die automatische Zuordnung später wird nicht funktionieren. Deswegen klicke ich hier auf Wettkämpfe und da hat er auch schon erkannt, dass zu einer Frau, zu einem Wettkämpfer, keine Ergebnisse gefunden werden konnten. Klickt man das an, steht hier auch Claudia Elschner. Das heißt nicht immer, wenn hier, wenn er nichts findet, dass es nicht sein kann, aber in diesem Fall, also in allen Fällen, wo wir denken, es könnte auch verkehrt geschrieben worden sein, weil die sind schon einmal dieses Jahr gelaufen und er schlägt hier nicht sofort einen vor. Können wir Vorschlag suchen. Und dann können wir einfach mal das hier wegmachen. So. Und dann schlägt er schon welche vor. Wählen wir den aus. Und dann wird der damit verbunden. Und korrekt eingetragen. Genau. Wenn man jetzt etwas macht, kurz überlegen, kann ich quasi aus dem Kopf ein Beispiel. Manchmal steht auch hier schon direkt ein Vorschlag, den kann man dann direkt auswählen. Mir fällt aber gerade kein Beispiel ein, wie das funktioniert. Bei dem es funktioniert. Genau. Ja, das war es eigentlich schon. Die Ergebnisse kann man sich dann, wie gesagt, hier unten noch immer als PDF anzeigen. Jetzt wundert mich hier gerade, warum hier beim
Löschangriff NAS, eine Mannschaftswertung als PDF. Ist doch ein bisschen sinnlos. Ist doch nichts drin dann. Das könnte man den Button auch noch wegnehmen. Naja, das muss man nochmal korrigieren. Genau, bei der Gesamtmannschaftswertung gibt es auch ein PDF. Weiblich, ach hier unten kommt männlich, genau. Und die also die Mannschaftswertung für den D-Cup, die muss man sich dann leider noch manuell ausrechnen. Das wäre dann hier also Excel, ich habe gar kein Excel installiert, aber hier kann man sich das auch mal als Excel exportieren lassen. Schön wäre es, wenn am Ende des Tages mir einmal eine Datei geschickt wird, und zwar unter Wettkampfmanager gibt es einmal unter Log eine Production, diese Datei, und unter DB eine Production.SQLite3. Die ist jetzt hier schon fast 1 MB groß. Diese Datei auch, die würde ich gerne zugeschickt bekommen. Dann kann ich werde ich in den Logs stehen halt die Fehler drinne. Und das ist die Datenbank von eurem Wettkampf. Da kann ich mir dann zu den Fehlern die dementsprechenden Seiten wieder aufrufen. Ja, viel Spaß mit dem System und bei Fragen einfach eine E-Mail schreiben. Danke sehr. Tschüss.